Moin moin meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge auf CSGO Case und heute werden wir uns mal wieder so ein bisschen hin und her bewegen, ein bisschen slotten, ein bisschen Kisten öffnen, weil die Kiste ist mal wieder nur bei knapp 4 Dollar und deswegen zimmern wir die einfach mal auf und hoffen natürlich mal auf ein sickes Item. Vielleicht können wir ja mal ein bisschen Glück haben hier und wir bekommen erstmal eine USP Torque. Die Decimator wäre natürlich besser gewesen. Neue Kiste, komm schon. Heute mal mit etwas mehr Balance am Start, knapp 70 Dollar waren's. Oh, so schöne Sachen und dann, Mann, Statcheck Nova Koi für 80 Cent. GZ, haben wir uns bestimmt nicht verdient. Da waren gerade zwei Knives. Alles klar, ist die Baitkiste des Todes und wir bekommen die P250 ganz smoke im Minimalware für 70 Cent. Enttäusch mich nicht, Seite. Jetzt zeig uns mal was Schönes. Kein Knife gesehen und StatTrak M4 Atomic Alloy. Nice. Für 17 Dollar, das ist richtig guter Profit für die Kiste. Machen wir direkt nochmal auf. Noch kein Knife gesehen. Ist das ein gutes Zeichen? Und es ist ein Key. Es ist ein schlechtes Zeichen. Okay. Alles klar. Aber die Keys machen jetzt, die sind wesentlich besser als die Billig-Items, weil 2,70 im Vergleich zu 4 Dollar ist nur 1,30 Dollar Verlust. Also so eine Hyper-Beast hätte ich auch gern genommen. Und wir enden mit der StatTrak UMP Briefing. Für 50 Cent. Letzte Kiste, dann gehen wir mal rüber in die Slots. Und schauen mal, ob wir da vielleicht was Schönes bekommen. Und hier bekommen wir noch eine Monkey Business zum Abschluss. Alles klar. Für 1 Dollar. So, Slots, unsere schöne Zahl, 3450. Spinnen wir mal ein bisschen. Und vielleicht sind wir ja heute mal wieder lucky. Oh, die Battlestar, die kriegen wir schon mal. Ah, mal einer, okay. I'll take it. Oh, die Deagle ist, glaube ich, Bait. Ja, die kriegen wir nicht. So, was gibt's nun? P90 Leder gibt's auch nicht. Komm schon. Enttäusch mich nicht. Oh, nice! Shadow Daggers! Läuft! Es läuft! 50 Tacken. Richtig nice. Also die Zahl. Ich sag's euch, diese Zahl ist sowas von unschlagbar. Dadurch hat sie die gestern, glaube ich, auch nochmal ausprobiert oder vorgestern. Es lief ja gar nicht so schlecht bei ihm. Ich meine, ist, glaube ich, mit Minus rausgegangen, aber. Er hat die Zahl einfach nicht gut genug belieft. Das sage ich euch. Der belieft einfach nicht mehr gut in die Zahl. Er geht immer mit seinen 5000 jetzt. Die läuft auch nicht schlecht, aber ist mir persönlich zu hoch. Mit der Zahl fahren wir richtig gut hier auf der Seite. Und deswegen, also, na, gehen wir mal wieder in die Kiste. Mal gucken, was die noch so für uns bereithält. Wir sind ja schon fast im Profit hier. Deswegen einfach mal noch ein bisschen Kisten öffnen. Vielleicht ziehen wir da ja auch noch ein Knife, das wär's. Also zwei Knives in einer Folge. Und das halt aus Kiste und aus Case. Kiste und Slots, das wär's jetzt. Es zieht auch gerade keins vorbei. Wie wär's mal mit so einem richtig sicken Knife, so ein 300-Dollar Knife? Das wäre ein richtig geiler Pull. Aber wir enden, na, nur 20 Cent Verlust. Also das ist gar nicht mal so übel. Wie wär's mit so einem neuen Tiger Tooth oder so? Nein, wir bekommen noch mal eine Monkey Business. Noch eine Kiste. Und dann haben wir noch knapp 6 Dollar. Oh, die Jaguar wäre gut gewesen. Tech 9 Re-Entry auch nicht hässlich, aber nichts wert. Knapp 1 Dollar. Und letzte Kiste. Und dann schauen wir mal, wo wir derzeit stehen. Oh, P90 Shallow Grave. Zumindest ein schöner Skin, auch wenn er jetzt nicht allzu viel wert hat. 1,50 Dollar. Und wir wären gerade bei 87 Dollar. Also gar nicht mal so schlecht. Ich würde sagen, wir behalten die Shadow Daggers. Und den Rest zählen wir nochmal rein. Jetzt machen wir einfach mal zwei, drei Scratch Cards auf. Bevor die Warnung rausnehmen. Und ich glaube, das war ein Nichts. Ja, noch eine. So ein richtig dicker Pull hier in den Dings wäre immer richtig nice.
Aber mal wieder nichts. Machen wir noch eine auf. Hier so 100 Dollar. Das wäre schon richtig sick. Aber ich glaube, wir enden hier mit... wieder nichts. Jetzt kommt ein Win aus der Scratchcard. Muss aber sein hier. Mal zwei. Ist auch nichts. Jetzt komm schon. Scratchcard, bitte. Na gut. Die Scratchcard möchte nicht. Ich glaube, wir spielen noch mal kurz auf der AMG-Maschine. Da haben ja viele Leute in der letzten Zeit reingelackt. Machen wir mal mit einem Dollar. Ich glaube, wir probieren auch mal kackendreist diese mal 1. Also auf 1%. Ja, der war nicht mal close. Einmal diese 1% hitten, ey. Der war auch weit entfernt. 77. Der ist jetzt wirklich sehr weit entfernt. 54. Zweimal machen wir hiernach noch. Komm schon. Sagen wir mal 5%. Dann würden wir immer noch 19 Dollar kriegen. Einmal noch. Komm, nochmal. Jetzt bitte. Der geht nicht mal in die richtige Richtung. Schon da sollst du landen. Okay. Gehen wir wieder in die Case. Mal gucken, vielleicht kriegen wir ja noch was Sickes. Da ziehen schöne Sachen vorbei. Oh, die Wolken, die... Da hat das Bowie Knife. Warum nicht das Bowie Knife? Das wäre so ein guter Profit gewesen. Mann, 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 Mann. Jetzt aber. So viele Kisten und Keys und wir kriegen eine AWP Pit Viper, ey. Den Skin, den mag ich überhaupt nicht. Jetzt aber, komm schon. Decimator war nochmal. Oh, Statcheck AWP Redline. Die wäre was wert gewesen. Mann, ey. Jetzt gerade läuft wieder gar nicht. Ich meine, gut, wir haben das Knife noch als Backup, aber die schönen Sachen, die gehen alle vorbei und wir enden auf so einem Rotz. Ich glaube, wir slotten noch ein bisschen. Gehen wir mal kleiner. Machen wir mal 1300. Vielleicht kriegen wir da ja noch was Schönes. Die Zahl an sich ist nämlich überhaupt nicht schlecht. Und da kommt schon direkt... Wie viel ist das? Mal 10er. Mecha Industries. Nice. Machen wir direkt nochmal. Vielleicht können wir sie ja nochmal bekommen. Oh, die Imperial Dragon, die bekommen wir auch. Die dürfen mal 1 sein. Oh, mal 2. Nice. Ich glaube, die 1300 ist auch keine schlechte Zahl. Gut, das Butterfly Knife ist typisch bait, weil für 1,30 Dollar kriegen wir kein Messer. Aber vielleicht können wir nochmal ein bisschen reinlacken hier. Die kriegen wir auch. Die dürfen mal 1 sein. Ja, mal 1. Und was wird's? Was wird's? Was wird's? Die kriegen wir nicht. Schade. Die Valenz ist eigentlich eine schöne Farmer-Skin. Aber die Sticks kriegen wir nochmal. Sticks, sag ich. Sag mal schnell, wie heißt sie? Neuralnet, genau. So, machen wir gleich noch 1 Spin. Das ist die Baitwaffe des Todes. So. Und wir bekommen wenigstens nochmal die. Gehen wir schon mal ins Inventar zurück. Und wir sind immer noch bei 72 Dollar. Also plus minus 0. Mecha Industries behalten oder nicht? Wir sehen sie nochmal rein. Wir machen mal heute mal eine etwas längere Folge. Machen noch eine Kiste auf. Stat Checkpoint Disavy habe ich genau gesehen. Oh, warum nicht die Desolate Space? Kommt noch eine. Haben wir ein Gut Knife gewesen. Und wir bekommen Stat Check P2000 Handgun. Schöne Waffe, aber leider nichts wert. 70 Cent in Field Tested. Oh, so viele dicke Skins. Und wir bekommen jetzt... Gib uns Knife, gib uns Knife. Doofe Talk, ey. Jetzt aber. Und schon enttäuscht mich nicht, Seite.
Da geht noch was. Da geht heute noch was. Statcheck M4 Blood Tiger. Du bist FN und 10 Dollar. Das geht. Hello, motherfucker. Habt ihr das gesehen? Da war das Marble Fade. Wenn wir sowas mal hier ziehen könnten, ey. Letzte Kiste. Da war schon wieder ein Knife. Und wir enden auf der UMP Scaffold. Alles klar. Dann sind wir bei 62. Sehen wir das nochmal rein. Machen nochmal 3 oder 4 Kisten auf. Da haben wir unsere Mecha Industries, die wir gerade erst verkauft haben. CZ Auto Threat Plate. Die kenne ich gar nicht, also. Aus welcher Collection das sind die? Schreibt das mal unten in die Kommentare, das würde mich interessieren. Neue Kiste. Neues Glück. Stat-Check, der Solet Space, die wäre sick gewesen. Oder die Hyper Beast. Aber nein, wir bekommen einen Key. Letzte Kiste. Und es wird SSG Blood in the Water. Nice. Wieder ein bisschen Profit zurück in Minimalware. 18 Dollar. Sind wieder knapp 20 Dollar, die wir reinzahlen können. Ich glaube, wir versuchen unser Glück nochmal in den Slots. Diesmal wieder mit ein bisschen mehr. Machen wir mal statt der 3450 eine 3500, um so einen 60-Dollar-Knife vielleicht noch zu kriegen. Vielleicht haben wir ja Glück. AWP Manowar, bist du drin? Für den Preis? Jawohl. Okay. Mal 10 nehme ich. 35 Dollar Manowar Statcheck. Sick, 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 sick. Ja gut. Karambit Slaughter kriegen wir natürlich nicht. Aber wir sind definitiv wieder auf plus minus 0. Die AWP nehme ich heute mal mit raus. Und wir kriegen noch eine Glock Water Elemental in FN, glaube ich. Für 7 Dollar. Jawohl. Hier noch haben wir noch 2 Spins übrig. Und wir enden mit der Kaiman. Diesmal 1. Vorletzter Spin. Und es wird... Ah, die kriegen wir nicht. Die wäre auch mal richtig sick. Die Emerald Dragon. Heißt die Emerald Dragon? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wie die P90 hieß. Okay, die ist bait. Sammeln wir die beiden nochmal wieder rein. Und sind overall aber immer noch bei 81 Dollar. Also wieder knapper Profit. Gehen wir nochmal in die Slots mit den 3500. Ich believe darin, dass wir da ja noch einen Knife rausziehen können. Und es wird. Ja, auf Ansage die Dragon Lore, das wäre jetzt richtig sick, aber nicht für 3,50 Dollar. Vorletzter Spin. Und es wird die Baitwaffe des Todes und der Fire Serpent. Alles klar. Und der letzte Spin bringt uns, ich glaube, auch einen Nuller. Ja, der ist mal Null. Alles klar, dann slotten wir die 650 noch weg. Spin. Wenn da jetzt mal 30er kommen, dann beiße ich in die Tischkante. Das dürfte mal 10er sein, oder? Aber für 65 Cent nochmal mal 10er. Alles klar. Die nehmen wir heute auch noch mit. Dann enden wir auf 87 Dollar. Wir sind mit knapp 70 Dollar, glaube ich, auf die Seite. Also gar nicht mal so schlecht. Es ist ein bisschen Plus vorhanden. Unsere Zahl hat uns zwar wieder nicht im Stich gelassen. Wir haben wieder ein kleines Knife rausgekriegt. Es waren mal 15er. Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, gebt dem Ganzen einen Daumen nach oben. Dann gibt es auch schon bald wieder die nächste Folge. Und dann würde ich sagen, lasst einen Kommentar da, lasst ein Abo da. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, Leute.